Ja! Hey, yo, Leute! Willkommen zu meinem neuen Video. Und heute machen wir mal eine scharfe Cola. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man sowas? Das werde ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß beim Video. Ich habe hier eine Dose eines Energy Drinks, der scharf sein soll. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob der scharf ist. Das müssen wir hier noch austesten. Aber normalerweise sollte er scharf sein, laut dem Hersteller. In der Tat. Ja, dann habe ich mir gedacht, ist ein Energy Drink, soll nach Kirsche schmecken, also auch eher süß. Wie haben die denn den scharf gemacht? Tu mal selber nachdenken über deine dummen Frage. Und ich habe mich informiert und habe herausgefunden, es gibt einen Habanero Chili Sirup. Nice. Der sieht nicht allzu appetitlich aus, aber ich hoffe, dass er besser schmeckt, als er aussieht. Und mit diesem Habanero-Sirup versuchen wir, andere Getränke scharf zu machen. Nur Coca-Cola fand ich ein bisschen langweilig. Da habe ich gedacht, nehme ich noch Red Bull, Fanta. Und eigentlich wollte ich Sprite auch noch nehmen. Nur da, wo ich einkaufen gehe, gibt es irgendwie keine Sprite in Dosen. Und ich wollte gerne das aus Dosen nehmen, damit es auch in gewisser Weise ähnlich bleibt. Und natürlich habe ich hier auch noch die Coca-Cola. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Energy Drink, der sowieso schon scharf sein soll. Da brauche ich nämlich gar nichts machen und gucken mal, ob der wirklich scharf ist. Wow. Der ist echt scharf. Und das ist total komisches Gefühl, weil normalerweise tut man im Getränk immer so ein bisschen seine Schärfe mildern. Hier wird es jetzt halt durchs Trinken eher verstärkt. Aber ich finde es mega krass. Also es schmeckt wirklich immer noch süß wie ein Energy Drink und scharf. Wie geil ist das bitte? Nice! Einfach nur ein scharfes Getränk, das wie ein Getränk normalerweise schmeckt und halt den Effekt scharf hat. Finde ich mega geil. Und wir gucken jetzt mal, ob wir es von den anderen Getränken auch hinkriegen. Und ich muss sagen, dieser Pain Energy Drink schmeckt auch echt lecker. Also wenn ich jetzt Sterne vergeben sollte, würde ich allein vom Geschmack her etwa 7 geben. Aber dadurch, dass es diesen Schärfeffekt hat, kriegt es von mir 9 Punkte. Von möglichen 10, ich werde jetzt nicht alles bewerten. Aber dafür gebe ich jetzt mal Bewertung ab. Das ist geil. Ein Drink, der einfach scharf ist. Wir gucken jetzt, ob wir mit diesem Habanero-Sirup die anderen Getränke auch scharf kriegen. Um das Ganze cool zu machen, ist natürlich wieder die Zweitkamera am Start. Ich habe jetzt schon mal hier Red Bull ins Glas reingefügt. Und da werden wir jetzt eben ein bisschen von dem Sirup mehr reinmachen. Und mal schauen, wie das dann schmeckt. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel Sirup ich da jetzt rein tun muss. Ich hoffe, dass wir die richtige Dosierung bis zur Coca-Cola geschafft haben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Teelöffel rein. Mach doch deinen Scheiß! Mischen wir das Ganze. Ich habe ein bisschen Angst. Boah, dieser Habanero-Sirup, der riecht auch ekelhaft. Er ist erstmal übergeben. Prost. So ein Teelöffel ist vielleicht gar nicht so wenig. Ja! Ich weiß nicht, ich glaube, so ein Teelöffel war ein bisschen viel. Man kann es noch trinken, es ist nicht so, als könnte man es nicht mehr trinken. Ja, das ist nicht so. Nö. Aber ist schon ordentlich scharf. Schmeckt auch noch nach dem Red Bull, allerdings nicht mehr original. Man merkt schon ein bisschen einen anderen Geschmack. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da Habanero-Sirup drin ist, würde ich mich fragen, was ist das? Schmeckt auf jeden Fall immer noch süß und halt scharf. Aber wie gesagt, man kann es noch trinken. Es ist jetzt nicht so, dass man da total stirbt von. So, machen wir weiter mit der Fanta. Da probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen weniger aus von dem Habanero-Sirup. Vielleicht schmeckt es ja dann ein bisschen besser. So, hier in der Dose ist jetzt ein bisschen mehr drin. Das heißt, wir können nicht die ganze Dose hier rein tun. So, und der Habanero-Sirup. Einfach mal nur einen halben Teelöffel. Obwohl, 3/4. Das war jetzt ein kleiner Schuss, dürfte aber eigentlich schon reichen. Prost! War es jetzt ein bisschen wenig, weil gerade merke ich noch gar nichts an Schärfe. Doch, ganz leicht. Ganz leichte Schärfe ist da. Also wer es nur ein bisschen leicht mag, dann nimmt Fanta und tut da eben etwa 3/4 Teelöffel rein. Okay! Kann man machen, ist leicht scharf und eigentlich auch echt nicht schlecht. Also scharfe Fanta. Gebe ich einen Daumen nach oben. Wie ihr übrigens dem Video geben könnt, kann man machen. Fanta mit Habanero-Sirup.
Kommen wir zum letzten und zu dem, warum ihr wahrscheinlich auf das Video geklickt habt, nämlich der Coca-Cola. So, jetzt versuche ich eine Mitte zwischen 3/4 und einem Ganzen zu finden. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Klappt eh nicht, aber ich versuche es jetzt irgendwie. Dann dürfte man die perfekte Menge haben. Oh, ich weiß nicht. Das hört sich nämlich ganz komisch an. Scharfe Coca-Cola. Ja, aber noch leichter als bei der Fanta, wo ich jetzt mehr rein hatte, meiner Meinung nach. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich einfach nochmal einen Schuss reintun soll. Scheiße, ist das krank. Warum mache ich so einen Scheiß? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Boah. Das war ein Scheißfehler. Das war ein Scheißfehler. Oh. Ich drehe ihn richtig. Oh. Ich habe keine Milch zu Hause. Also möchtet ihr sowas mal ausprobieren? Nehmt nicht mehr als einen Teelöffel. Das ist echt nicht gut. Aber irgendwie ist es auch ganz komisch. Es ist auch nicht so bei anderer Schärfe. Irgendwie, ich kann es nicht erklären. Es ist irgendwie anders, als wenn du normale Schärfe zu dir nimmst. Also in fester Form und nicht in flüssiger wie jetzt hier. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall ist das irgendwie tödlicher und gleichzeitig trotzdem irgendwie mehr erträglich. Hä? Ich weiß, es ergibt keinen Sinn und ich habe da auch keinen Sinn irgendwie hinter. Ich muss das Video beenden. Ich bin ja schon ganz blöd. Sein Donker, ey. So, das war's mit dem Video. Macht das besser nicht. Also diesen einen Energy Drink, der schon vorgemixt ist, das kann man machen. Ja, beim anderen sollte man aufpassen, wie viel man wirklich dosiert. Und wenn man keine Ahnung hat, wie viel man dosieren kann oder sollte, sollte man es lassen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt doch einen Daumen nach oben. Hier sind jetzt nochmal zwei alte Videos von mir eingeblendet. Könnt ihr draufklicken, die sind sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich gerne auch hier kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sind in den 90ern. Bye, bye.